auch in Corona-Zeiten herzlich willkommen zu einer neuen Online-Sendung aus dem Internationalen Maritimen Museum hier in Hamburg. Wir befinden uns hier auf Deck 3 unseres Museums, die Geschichte des Schiffbaus. Der Schiffbau war immer die technische Darstellung einer Epoche. An dem Schiffbau konnte man immer ablesen, auf welchem technologischen Stand man zu einer ganz bestimmten Zeit gewesen ist. Das galt von der Steinzeit bis in die heutige Zeit. Das heißt, Schiffe oder Wasserfahrzeuge waren immer Hightech-Produkte ihrer Zeit. Ob es damals die Wikinger-Schiffe waren, ob das die Kogge war oder die Kreuzfahrer in der heutigen Zeit, die großen Städten gleichen, mit ähnlichen Problemstellungen von der Energieerzeugung, die Energieverteilung bis hin zu den Umweltproblemen der heutigen Zeit. Das heißt, das Wasserfahrzeug stand immer im Mittelpunkt unserer Menschheitsgeschichte. Ohne das Wasserfahrzeug hätten wir uns nicht weiterentwickeln können. Wir hätten keine Kontinente bereisen können. Wir hätten keinen internationalen Handel und von der global vernetzten Welt, von der wir heute sprechen, wäre auch nichts zu sehen. Ja, wir gehen einfach mal zurück, etwa so 200 bis 300.000 Jahre. Wir Menschen konnten nicht schwimmen, das heißt, wir mussten uns Hilfsmittel schaffen. Wir haben uns an Ästen festgehalten, an Schilfrohr, was geschwommen hat. Wir haben uns mit der Strömung mittreiben lassen, bis wir auf der anderen Seite eines Gewässers angekommen waren. Und so hatten wir erstmals die Möglichkeit, Gewässer zu überqueren. Der nächste Evolutionsschritt war, dass wir Hohlkörper geschaffen haben. Daran haben wir uns festgehangen und haben uns weiter treiben lassen. Das erste brauchbare Wasserfahrzeug, wo wir Menschen drauf sitzen konnten, war vor etwa 10.000 Jahren vor Christi das Floß. Man hatte Äste zusammen mit Gräsern zusammengebunden, konnte sich erstmals drauf sitzen und hatte erstmals die Möglichkeit, auch begrenzt etwas mitzunehmen. Das Schilfboot oder Papyrusboot finden wir so etwa 4.500 Jahre vor Christi, wohl aus den zwei Stromländern Euphrat und Tigris, aber auch in Ägypten mit dem Nil, der großen Wasserstraße, der großen Handelsstraße der Ägypter. Papyrus oder Schilf fand man vor Ort als Baumaterial, war hohl, man konnte es aufschieben, man hatte kleine Boote damit gebaut. In unseren Breitengraden finden wir dann solche Boote, das heißt aus Ästen oder aus Knochen wurde ein Gerippe gemacht, dort herum wurde ein Fell gespannt und die Nähte wurden mit Tierwachs abgedichtet. Wir kennen sowas heute noch von den Eskimos zum Beispiel. Holz war über tausende Jahre der Grundbaustoff im Schiffbau. Das möchte ich Ihnen hier vorne zeigen. Wir haben nämlich hier Bäume aufgestellt. Die stehen hier umsonst hier, weil man konnte früher nur Holz so verarbeiten, wie es gewachsen war. Das heißt, wenn man also eine Spante suchte, die so gebogen zum Kiel ging, muss man so lange suchen, bis man einen Baum gefunden hat, der so gewachsen war. Das gleiche finden wir mit Gabelungen. Ja. Und um so ein Schiff im Mittelalter zu bauen, ein Dreimaster, benötigte man etwa 2000 Baumstämme. In der Hochphase, das heißt so im Mittelalter, die großen Flotten der Portugiesen, der Spanier, der Franzosen, der Engländer, hat man rigoros Raubbau betrieben. Man hat gerodet und hat nicht wieder aufgeforstet. Und als man diesen Fehler dann erkannte, hat man künstliche Wälder angebaut. In der Nähe von Wasserläufen, sogenannte Marinewälder. Und die durfte auch kein Zivilist betreten. Wir gehen mal wieder zurück. Ein paar Schritte. Etwa 4000 Jahre vor Christi entstand das Plankenboot wohl in Ägypten. Kleine Boote mit Planken, die an den Enden, an Bug und Heck, in Holzklötzen endeten. Man hatte sie stabilisiert mit Querbalken. Und man hatte so ein Boot, das war ein sehr kleines Boot, hatte man von außen nach innen gebaut. Im 7. Jahrhundert fand dann ein gravierender Wechsel statt. Man hatte erstmals ein Gerippe gebaut und hatte auf dieses Gerippe Planken platziert. Man hatte also auf Spant gebaut. Das war sensationell, war eine ganz neue Baukunst. Und
Bei der Beplankung unterscheiden wir zwischen zwei unterschiedlichen Varianten. Wir haben einmal die Kavelbauweise, sie wird auch die mediterrane Bauweise genannt. Man hatte auf Stoß die Planken gemacht, man hatte eine glatte Oberfläche, das heißt die Schiffe waren sehr schnell, konnten nur begrenzt Ladung mitnehmen, man hatte aber relativ wenig Baumaterial benutzt. So typische Schiffe waren zum Beispiel die Karavelle, das waren so im Mittelalter die Entdeckerschiffe. Man brauchte wenig Ladung, aber man wollte schnell sein, weil man wollte ja etwas entdecken. Wir gehen ein paar Schritte weiter, haben hier die zweite Art der Beplankung. Das ist die Klinkerbauweise, sie wird auch die nordische Bauweise genannt. Stammt ursprünglich so aus der Zeit der Wikinger. Man hatte, ähnlich wie bei Dächern, die Beplankung übereinander gemacht. Man hatte mit Wollfäden abgedichtet. Das heißt, man brauchte viel Material. Sie waren sehr stabil und man konnte sehr viel Ladung da mitnehmen. Mit der Industrialisierung begann England mit den Experimenten, Eisenboote zu bauen. Das war so Anfang des 19. Jahrhunderts. Eisen konnte man in jede Form bringen. Sie waren wesentlich stabiler als Holz, gerade bei Seeunfällen. Und für die Räder ganz, ganz wichtig, man konnte etwa 25% mehr Ladung aufnehmen. Man hatte, wie man das sehr schön hier erkennen konnte Eisenplanken übereinander lappend gehabt, man hat Bohren durchgetrieben und in diese Bohren wurden dann Hydrogen dran geschlagen. Wie man sieht, man brauchte relativ viel Baumaterial, aber diese Schiffe zeichneten sich aus durch eine hohe Stabilität. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man mit der Schweißtechnik begonnen, wie wir hier sehen, die sich aber erst richtig durchsetzte nach dem Zweiten Weltkrieg, als nämlich die Flamme so heiß war, dass man sie auch für den Schiffbau benutzen konnte. Man brauchte wesentlich weniger Baumaterial, ja, heute benutzt man dafür große Schweißroboter. 1940 wurde dann der glasfaserverstärkte Kunststoff entwickelt. Man benutzt ihn im Wesentlichen für den Yachtbau. Ab 1990 dann sogar den faserverstärkten Kunststoff, auch im Yachtbau. Aber wir finden ihn heute auch natürlich im Flugzeugbau oder auch im hochwertigen Automobilbau, weil zeigen sie sich aus wie eine hohe Standfestigkeit, ist sehr leicht und lässt sich gut verarbeiten und natürlich in jede Form bringen. Vor etwa 11.500 Jahren hatten wir hier, wo wir jetzt stehen, die letzte Eiszeit. Das Eis schmolz und eines der jüngsten Meere auf unserem Planeten ist entstanden, nämlich die Ostsee. In seiner heutigen Ausprägung gerade mal 6.000 bis 7.000 Jahre alt, ein sogenanntes Brettwassermeer, also ein stehendes Meer. Ja, das Eis war zurückgegangen, die ersten Bäume wuchsen, aber wir konnten Bäume noch nicht fällen. Also hat man Bäume im Verrottungsprozess genommen, ja, in der Nähe von Wasserläufen und hat dann hier solche Einbäume gebaut. Wir sehen hier einen wunderschönen Einbaum, der so aus dem 7. Jahrhundert stammt, ist eine Leihgabe des Helmmuseums. Und hier wurden solche Einbäume gebaut. Da wir noch keine Werkzeuge hatten, hatte man also Reisig über den Baum aufgeschichtet, hat das Ganze angezündet und hat von außen den Baum mit Wasser befeuchtet. Und so ist der drin wie Holzkohle ausgebrannt. Kann man sehr schön an diesem Modell erkennen. Und dies war ein sehr, sehr innovativer Einbaum. Wie wir erkennen, hatte man nämlich vorne und achtern Spreizwände genommen. Spreizwände einmal für die Stabilität so eines Einbaums, aber auch eben halt, um ihn zu spreizen, um mehr Ladung aufnehmen zu können. Diese Einbäume sind aber nicht nur bei uns vorgekommen, wir finden sie auch in anderen Kulturen. Das möchte ich Ihnen hier vorne zeigen. Ja, wir haben hier ein Einbaum aus Afrika, wie Sie sofort erkennen, natürlich wesentlich größer, denn in Afrika gibt es einen sehr großen Baum, der 40, 50 Meter hoch wird, nämlich der Ata-Baum. Und wie wir an diesem Modell sehr schön erkennen können, bis zu 100 Personen konnten.
konnten diese Einbäume aufnehmen. Schriftliche Verträge, Dokumente im Schiffbau aus alten Zeiten finden wir sehr selten. Erst mit der Lese- und mit der Druckkompetenz, das war so im 16. Jahrhundert, finden wir Verträge, finden wir Niederschriften über technische Zusammenhänge. Heute im Schiffbau werden riesige Vertragswerke gemacht. Das sind betriebswirtschaftliche, juristische Werke mit großen technischen Spezifikationen. Und da ich aus dem Schiffbaubereich komme, kann ich mich noch gut daran erinnern, wenn wir ein Angebot damals abgeben mussten, dann haben wir uns mit einem Team ein, zwei Wochen zurückgezogen, entweder in irgendeinem Raum bei uns oder sogar auch im Hotel, um diese riesigen Werke dann durchzuarbeiten. Ja, das gebildete Schiff reifte über tausende von Jahren und es war eine hohe Handwerkskunst. Aber im 17. Jahrhundert war der Zeitpunkt gekommen, wo man den Schiffbau überführte in eine Wissenschaft. Und das möchte ich Ihnen hier vorne zeigen. Einer der ersten, der aus dem Schiffbau eine Wissenschaft machen wollte, war 1684 William Keldrich. Er wollte es nicht mit dem Zufall überlassen, sondern wollte im Vorwege planen, wollte mathematische Berechnungen machen, wie groß ist der Wasserwiderstand, welche Segelfläche brauche ich, wie hoch ist die Geschwindigkeit, welche Tragfähigkeit hat mein Boot. Und das Ganze wollte er erstmals dreidimensional zeichnen. Wir haben hier dieses wunderschöne alte Werk von William Keldrich, wie gesagt von 1684, ein fantastisches Buch. Sie werden sich vorstellen können, dass wir da drin nicht blättern können, aber man kann sehr schön hier diese Zeichnungen erkennen, auch dreidimensional. Wir haben hier auch nochmal einige Weißbilder, da kann man das auch nochmal sehr schön drauf erkennen. Er hat mathematische Berechnungen bereits vorgenommen. Und anhand dieser Darstellung aus diesem Buch war es dann in unserer Werkstatt gelungen, dieses Boot als Spankenboot darzustellen. Und hier kann man sehr schön nochmal sehen, was ich Ihnen vorhin sagte. Ein Skelett wurde erstellt ab dem 7. Jahrhundert, was dann anschließend mit Planken beplankt wurde, entweder in Krawelbauweise oder in der nordischen Bauweise, in der Klinkerbauweise. Ja, ich möchte ein bisschen was über die Werkzeuge erzählen beim Holzschiffbau. Das Holz im Holzschiffbau unterschied sich, wie Sie sehen können, kaum von dem eines Zimmermanns. Der einzige Unterschied zwischen dem Arbeiten eines Schiffbauers und eines Zimmermanns bestand darin, dass man im Schiffbau wesentlich präziser arbeiten muss. Einmal wegen der Symmetrie der Seitenteile und zum anderen eben halt wegen der Wasserdichtheit. Mit der Industrialisierung wurde die Seefahrt immer größer, immer mehr Handel wurde betrieben und die Schiffe wurden größer und irgendwo stieß man an das Limit bei Holzschiffen und so begann man dann Anfang des 19. Jahrhunderts mit Eisenschiffen zu bauen. Das erste richtige Eisenschiff, was als Seeschiff gebaut wurde in England, war die Rainbow, das war 1837. Die Rainbow war in einem regelmäßigen Linienbetrieb zwischen London und Antwerpen gefahren. Ja, da benötigten wir plötzlich ganz andere Werkzeuge. Das war im Wesentlichen der Miethammer, den wir hier sehen, in unterschiedlichen Größen. Und wenn Sie sich jetzt mal diese Bilder anschauen hier, das war eine mörderische Arbeit, die glühenden Nieten, die ich Ihnen vorhin schon mal gezeigt habe, in die Eisenlöcher hineinzuschlagen. Die glühenden Nieten wurden meistens so erzeugt, es gab eine Schmiede auf der Werft, dann hatte man eine Menschenkette gebildet. Die waren im Wesentlichen ausgerüstet mit einem Lederhandschuh, mit einem Eimer und diese glühenden Nieten hat man dann geworfen, mit dem Eimer aufgefangen, weitergeworfen, aufgefangen, bis man dann an der Stelle war, wo man diese Niete hineinschlagen musste. Sie können sich vorstellen, das war eine äußerst schwere Arbeit, bis dann der Niethammer, den wir hier auch wiederum sehen, in unterschiedlichen Größen, bis der Niethammer erfunden wurde.
Und ich kann mich noch gut als Kind daran erinnern, wenn ich mit meinen Eltern in den 50er Jahren unten an den Landungsbrücken stand. Und Hamburg war ja damals einer der größten Werfenstandorte. Alleine vis-à-vis von den Landungsbrücken gab es drei Großwerfen. Das war Stülpen, das war Schlieker, das war Blum und Voss. Und über die Elbe rüber dröhnten dann diese Presslufthammer. Es war ein ohrenbetäubender Lärm gewesen. Und wie man auf diesen Bildern erkennen kann, von Gehörschutz war damals noch nicht zu hören. Das heißt, bei diesem Lärm ohne Gehörschutz, das hat er nicht sehr lange mitgemacht. Man sagt ja auch, die Bergwerksarbeiter und die Arbeiter auf den Werften hatten die geringste Lebenserwartung. Lassen Sie uns ein Stück weitergehen. Ich möchte Ihnen hier noch eine Konstruktionshilfe aus dem Mittelalter zeigen. Ab dem 17. Jahrhundert hat man solche Blockmodelle als Konstruktionshilfe benutzt. Wie man es auf dem Bild sehr schön erkennen kann, der Reeder und der Werftbesitzer haben sich getroffen, haben gemeinsam diskutiert. Dann hat man einen Zimmermann mit einem Block kommen lassen, mit einem Holzblock. Und dann aus diesem Holzblock wurden dann die Dinge herausgearbeitet, die man besprochen hat. Es war eine sehr schöne Art der Visualisierung. Und Änderungen konnte man sehr schnell an so einem Blockmodell dann verändern. Diese Blockmodelle dienten aber nicht nur als Konstruktionshilfe, sondern man hat sie auch zu repräsentativen Dingen benutzt. Und das wollen wir uns hier vorne anschauen. Wir sehen hier wunderschöne Blockmodelle auf Slip-Anlagen. Das waren repräsentative Modelle, die meistens gebaut wurden für die Werft, um zu dokumentieren, was für wunderschöne Fahrzeuge man in der Lage war zu bauen. Ein weiteres wunderschönes Modell sehen wir hier, die Victory. 1778 in Dienst gestellt, war damals das größte Kriegsschiff der Welt gewesen. Die Bauzeit betrug etwa 20 Jahre. Das Skelett, kann man sehr schön erkennen, bestand aus großen Ulmenstämmen, die bis zu 40, 50 cm Dicke hatten. 850 Mann Besatzung hatte dieses Schiff und das war das Flaggschiff von Nelson in der großen Schlacht von Kap Trafalgar 1805, wo damals Napoleon und die Spanier geschlagen wurden und leider auch das Schiff, wo Nelson dann drauf verstorben ist. Dieses Schiff kann man übrigens heute noch besichtigen. Es ist nämlich niemals außer Dienst gestellt worden. Es ist nur angelandet worden im Jahre 1905 und liegt heute in dem ältesten Trockendock der Welt in Portsmouth. Und wer von Ihnen demnächst mal plant, nach der Corona-Zeit vielleicht England zu besuchen, den kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich dieses Museum anzuschauen. Ein Traum. Und Sie haben dann auch wirklich die Möglichkeit, dieses Schiff von oben bis unten durch sämtliche Decks zu begehen. Können auch sich anschauen, wie dort die Menschen gelebt haben, wie sie untergebracht waren, wie gekocht wurde, wo die Munition lag. Also sehr, sehr gute Veranschaulichung. Ja, weitere Hilfsmittel. Ein ganz wichtiger Mann war Friedrich Chapman aus Göteborg. Er war Schiffbauer und hat im Jahre 1768 dieses fantastische Werk gemacht. Es war die Grundlage zur Planung des Schiffbaus in der damaligen Zeit. Aus 52 Tafeln besteht dieses prächtige Werk. Und einige Jahre später hat er ein Ersatzwerk noch dazu gestellt, in dem zu diesen ganzen Schiffen, die hier drin enthalten sind, die Planung für Stabilität, Geschwindigkeit und dergleichen erstellt wurde. Ein weiteres wichtiges Buch war von David Steele. 1805 hat er dieses fantastische Werk gemacht, was damals die Dokumentation zum Bau von Holzschiffen war. Also zu einer Zeit, als in England man schon begann, Eisenschiffe zu bauen, hat er dieses Dokument gebaut. Aber er hat es absichtlich in jener Zeit gebaut, um die hohe Kunst des Holzschiffbaus nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Admiral Paris hat 3 Jahre später, 1908, 6 Bände zusammengestellt. Das waren Bände, wo sämtliche Schiffstypen aus der damaligen Zeit verewigt wurde. Auch hier mit dem Hintergrund, dass der Nachwelt erhalten zu lassen. Wir haben eben über Lokmodelle gesprochen. Es gab auch Halbmodelle, wie wir sie hier sehr schön erkennen können, die an der Wand hängen. Ja, in den 60er Jahren hatte ich mich bei einigen Reedereien vorgestellt. Ich wollte den Beruf des Reedereikaufmanns erlernen und ich kann mich noch gut vorstellen bei meinem Lehrbetrieb. Der Chef saß hinter einem großen Eichentisch und an der Wand prangten diese Halbmodelle. Das war seine Flotte, die er dort dokumentierte. Diese Halbmodelle waren aber nicht nur für Repräsentationszwecke, sondern man hat sie auch zu Konstruktionszwecken benutzt, nämlich für die eiserne Beplankung von Schiffen. Wie man das hier sehr schön erkennen kann, wurde hier an diesen Halbmodellen die Eisenbeplankung der Schiffe festgelegt. Und das ist noch gar nicht so sehr lange her. Bis Anfang der 90er Jahre wurde auf den Werften so die Beplankung festgelegt, weil erst seitdem haben wir entsprechende Cut-Programme, mit denen wir dann entsprechend planen können. Also junge Leute, die ich hier durchführen, die können das nie verstehen, weil die denken, solche DV-Verfahren haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, aber bis in die 90er Jahre haben wir hiermit noch gearbeitet. Auf den Werften wurden da auch, gab es damals auch Modellbauabteilungen. Das möchte ich Ihnen als nächstes zeigen. Dazu gehen wir ein kleines Stück mal weiter. Auf dem Weg dahin, damit es nicht zu lang geht, möchte ich kurz Ihnen einige Ruderanlagen zeigen. Ganz wichtig ist dieses Modell, Sie erkennen das sofort, ein Wikingerschiff. In der Klinkerbauweise, die ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Und was sieht man? Achtern auf der rechten Seite, das erste Steuerruder. Das Steuerruder befand sich auf der rechten Seite und seitdem kennen wir den Begriff, rechts der Schiff heißt Steuerbord. Ja, als nächstes haben wir dann die Hebelruderanlage, sehr schön zu erkennen, Kettenruderanlagen. Dann haben wir natürlich auch dampfbetriebene Ruderanlagen, man sieht hinten die Kessel, mechanische eben halt und in der heutigen Zeit elektrisch oder hydraulische Ruderanlagen. Ja, ich hatte Ihnen versprochen, ein bisschen was über Modelle, Modellbau auf den Werften zu erzählen. Wir haben hier ein wunderschönes Modell. Das ist noch gar nicht lange her. 1988 wurde auf der Krögerwerft in Rendsburg, also am Nord-Ostsee-Kanal, ein Mehrzweckboot für die Bundesmarine gebaut. Und um besser zu visualisieren, wie man dann die Maschinenanlage platziert, wurde dieses Modell dort gebaut, also zu einer Zeit, als wir noch keine Cut-Möglichkeiten hatten per EDV. Und das war schon sehr innovativ gewesen. Früher hatte man das oftmals mit Holz gemacht, aber um es transparenter darzustellen, sehen wir hier mit Plexiglas. Lassen Sie uns 3 Schritte weitergehen. Wenn Sie heute nachschlagen den Begriff Werft, dann steht da Schiffbauplatz in der Nähe von Wasser zum Bau von Wasserfahrzeugen. Früher hatte man noch keinen standardisierten Schiffbau. Den standardisierten Schiffbau haben die Engländer erfunden und zwar 1662 waren es die Engländer, die ihre großen Schiffe, die großen Kriegsschiffe in 6 Ränge eingeteilt hatten und das diente dazu, die Ersatzteilhaltung zu reduzieren. Man hatte jetzt genormte Segel, genormte Masten, genormte Spanten. Das war der eigentliche Hintergrund des standardisierten Schiffbaus. Also erstmals begonnen 1662.
Ja, der moderne Schiffbau begann zur gleichen Zeit. Man hat also auf Helgen gebaut, wie wir das hier sehr schön erkennen können. Auch die Skelettbauweise kann man hier wieder wunderschön erkennen. Der Helgen war in einer Neigung von 4 bis 5 Grad und das Skelett ruhte auf Stapeln, also auf Holzelementen, die Stapel genannt wurde. Letztendlich kommt daher auch der Begriff des Stapellaufs. Wenn wir da drüben rüberschauen, sehen wir so einen Helgen aus der neueren Zeit. Hier ein Foto von 1914 von der Tecklenburg-Werft. Die Johann Burckhardt wird hier gerade gebaut, ein Schiff für die Hapag. Aus Eisen natürlich hier schon, nicht mehr aus Holz, wie wir es eben gesehen haben. Ja, mit den Neigungen von etwa 4 bis 5 Grad. Und wir sehen hier oben drüber so ein Gerüst. In der Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert hatte man über den Helgen große Gerüste gebaut. Und entlang dieser Gerüste waren Seile gespannt und auf diesen Seilen liefen auf Laufkatzen dann die Kräne, die dann diese einzelnen Eisenplatten an jede Stelle, an jede gewünschte Stelle bringen konnten. Kommen wir zu den Werftarbeitern. Wenn wir hier den Holzschiffbau anschauen, war im Wesentlichen natürlich der Zimmermann gefordert. Als zweites war dann der Segelmacher und ganz wichtig war natürlich auch der Seiler, der auf der sogenannten Reeperbahn dann die Seile produzierte. Und die Seile hatten nicht nur die Bewandtnis, die Segel zu halten, sondern waren ganz wichtig für die Stabilität eines Segelschiffes. Heutige Werften, wie wir das hier drüben sehen, bei der Tecklenburg-Werft, besteht darin aus einem Engineering. Heutige Werften haben verfügen über ein großes Einkaufsmanagement, weil man kauft viele oder die meisten Teile fremd dazu. Man hat Projekteure, die eben halt das Projektmanagement machen, dass man zeitgemäß nach einem Timeschedule den Baufortschritt eben halt macht und wenn man feststellt, dass die Zeit nicht eingehalten wird, dann mussten entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um die Zeit wieder einzuholen, damit die anderen Gewerke danach nicht auch in Zeitverzug geraten. Dann ist ein Kostencontroller natürlich da möglich. Und ganz wichtig, die zugekauften Teile mussten in einem Zeitmanagement, das heißt just in time, geliefert werden, damit es eben halt nicht zu diesem Zeitverzug kommt. Ja, wie heutige Werften funktionieren, möchte ich hier vorne zeigen. Moderne Werften heute bauen in riesigen Docks, Trockendocks, die sich entweder draußen befinden oder, wie wir es hier sehen, in einer großen Halle. Sie haben keine Neigung mehr von 4 bis 5 Grad, sondern sind eben, weil das doch den Schiffbau wesentlich erleichtert. Hier ein wunderschönes Bild von der Meyer-Werft in Papenburg. Sie werden die Werft sicherlich kennen. Ein großes Unternehmen, was prädestiniert ist, eben halt um große Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Zwei große Hallen gibt es bei der Meyer-Werft. Die größere Halle ist so groß, dass anderthalb Schiffe dort gleichzeitig gebaut werden können. Ja, große Werften verfügen heute über ein Konstruktionsmanagement. Ich vergleiche das immer mit dem Automobilbau. Aus Tausenden von zugekauften Teilen baut VW oder Mercedes ein Konstrukt Autos und nichts anderes machen heute die Werften, die aus Tausenden von zugekauften Teilen ein Konstrukt Schiff bauen und wie schon einmal ausgeführt, Sie können sich vorstellen, dass diese zugekauften Teile natürlich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hier sein mussten, damit man nicht in Zeitverzug gerät. Bei der Tecklenburg-Werft haben wir eben noch kennengelernt, dass Planke für Planke gebaut wurde. Heute baut man in Sektions-, in Modulbauweise. Große Sektionen werden vorgefertigt, parallel in anderen Hallen oder sie werden auch fremd zugekauft. Und diese großen Sektionen können bis zu 1000
Tonnen wiegen. Damit hat man die Bauzeit doch wesentlich verkürzen können, ein großer Rationalisierungseffekt. Man hat etwa 50% der Bauzeit eingespart. Bei der Meyer-Werft, der Bau so eines Schiffes dauert im Schnitt 11 bis 13 Monate, während früher doch große Passagierschiffe 2-3 Jahre an Bauzeit lagen. Ich möchte Ihnen noch eine heutige Werft zeigen. Zuvor kommen wir aber hier nochmal an eine Konstruktionshilfe bei. Das ist ein kleiner Kreuzer aus der kaiserlichen Marine gewesen, 1912, die Stralsund. Sie können bei diesem Modell sehr schön erkennen, man hatte versucht hier darzustellen, wo bauen wir dann die Kesselanlagen rein und dergleichen. Und sehr schön zu erkennen, ein Drittel solcher Schiffe waren nur mit Dampfkesseln, mit Heizungsanlagen, mit der Bekühlungsanlage versehen. Ein Drittel des Schiffes ging also an Raum verloren. Kommen wir nochmal zur heutigen Werft. Eine der größten Werften befindet sich heute in Südkorea, die Hyundai-Werft. Eine sehr junge Werft, sie ist nämlich erst 1972 entstanden, aber hat mittlerweile 26.000 Mann an Beschäftigung. Ja, darüber sehen wir über den Dock diesen riesigen Portalkran, der bis zu 1000 Tonnen heben kann und diese vorgefertigten Sektionen, von denen ich gesprochen habe, eben halt dann dorthin bringt. Wer hat diese Sektionsbauweise erfunden? Es waren im Wesentlichen die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg mit den Liberty-Schiffen. Durch den U-Bootskrieg hatten die Alliierten sehr viel Schiffsraum verloren. Man musste in kürzester Zeit neue Schiffe produzieren und so hat man vom Band Serienschiffe gebaut. Die Bauzeit betrug im Schnitt so 40 Tage bei so einem Liberty-Schiff. Das ließ sich nur dadurch realisieren, indem man Sektionen vorgefertigt hat. Und das hat man dann übernommen in den modernen Schiffbau. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ging der Schiffbau von Europa, von Deutschland weg. Der einfache Handelsschiffbau wurde zunächst nach Japan transferiert. Heute ist es Südkorea, China, zukünftig möglicherweise Indien, weil dort die Baukosten beträchtlich niedriger sind. Allein für die Materialkosten, die wir hier für ein Schiff aufbringen müssen, kriegen wir dort ein komplettes Schiff erstellt. In Deutschland haben wir uns spezialisiert. Der Spezialschiffbau wird hier betrieben. Wir haben immerhin noch heutzutage etwa 65.000 Menschen, die im Schiffbau oder in der Zulieferindustrie arbeiten. Die Werften haben sich spezialisiert, man baut Kreuzfahrtschiffe, man baut Forschungsschiffe, aber auch natürlich die graue Flotte. Ja, das Dock, wer hat das Dock erfunden? Das Dock erfunden haben die Chinesen und zwar bereits im 15. Jahrhundert für den Bau ihrer großen Schatzschiffe. Diese Schatzschiffe hatten damals schon eine beträchtliche Länge von 110 bis 130 Metern, schätzt man, während wir in Europa gerade mal Schiffe von 35 Meter Länge haben. Das erste Trockendock, was hier in Europa gebaut wurde, war in Portsmouth, nämlich dort, wo heute die Victory sich drin befindet. Das war 1493. 1893 hat man dann erstmals ein Schwimmdock gebaut und das waren die Amerikaner. Gab es in L-Form oder in U-Form, hier haben wir von der Werft Blum & Voss Dock 8 dargestellt. In U-Form gebautes Schwimmdock. Es ist letztendlich ein Hohlkörper, der aufschwimmt. Die Ventile werden geöffnet, der Hohlkörper sinkt ab, füllt sich mit Wasser und durch die Öffnung vorne und hinten kann ein Schiff dann reinfahren. Die Ventile werden geschlossen, mit Pressluft wird das Wasser herausgedrückt und so schwimmt der Hohlkörper wieder auf. Das Schwimmdock kommt hoch. Und man hat jetzt die Möglichkeit, die Arbeiten unter dem Wasserschiff eben halt zu machen, Bogenanstriche an der Welle zu arbeiten, an den Propeller.
kommen wir zur Dampfmaschine. James Watt 1769 hat die Dampfmaschine erfunden. Das war ja der Beginn der Industrialisierung. Ja. Und mit der Industrialisierung wuchs auch der Seehandel und ja, die Holzschiffe grenzten irgendwo an ihr Limit und man hatte Eisenschiffe gebaut und mit diesen ersten Schiffen als Segelschiffe war man natürlich abhängig vom Wind. Man konnte immer nur so fahren, wie die Windverhältnisse es zuließen. Hatte man achterlichen Wind, konnte man richtig Fahrt aufnehmen, kam der Wind von vorne oder von der Seite, kam man nicht von der Stelle weg. Und so hatte man 1819 die Savannah gekauft, ein Segelschiff, und hatte erstmals eine primitive Dampfanlage dort eingebaut. Wie sahen denn so diese ersten Dampfschiffe aus? Wir kennen das doch von irgendwelchen Museumsschiffen auf unseren Flüssen, mit den großen Schaufelrädern an der Seite, oder wie wir es vom Mississippi kennen, hinten mit dem großen Schaufelrad. Diese großen Schaufelräder mit riesigen Durchmesser hatten natürlich einen ganz kleinen Wirkungsgrad, weil ja nur dieser kleine untere Teil des Schaufelrades in das Wasser reinragte. Ja, Dampfmaschinen gab es in unterschiedlichen Varianten, das werde ich Ihnen noch später zeigen. Wir haben hier zwei wunderschöne Modelle. Einmal eine Vierzylinder Dreifach-Expansionsmaschine, und zwar von dem berühmten Schiff Titanic. Dieser Motor konnte 15.000 PS leisten, zwei Maschinen gab es davon. Und Sie können sich schon hier an diesem Modell auch vorstellen, wie groß diese Dampfmaschinen damals gewesen sind. Der Dampf, der dann rauskam, war immer noch so kräftig, dass man anschließend noch eine Turbine hintergeschaltet hat, die immerhin dann auch noch eine Leistung von 16.000 PS erbrachte. Ein weiteres wunderschönes Modell möchte ich Ihnen hier vorne zeigen. Das war das Modell von der Deutschland. Die Deutschland war ein großes Passagierschiff, der Harpak, 1900 in Fahrt gekommen und war eine Dampfmaschine, die 17.000 PS erreichte. Es war eine Vierfach-Expansionsmaschine. Vierfach-Expansionsmaschine heißt, dass vier Zylinder nachgeschaltet wurden. Die ersten Zylinder, wo der Dampf reinkam, waren sehr groß, volumig gewesen und wurden dann immer kleiner, weil ja dann der Restdampf immer weniger Kraft hatte. Und dadurch, dass man die kleiner gemacht hatte, die Zylinder, kam dann auf den Kolben fast die gleiche Kraft wie bei dem ersten. Ja, diese großen Maschinen waren sehr, sehr stark in ihrer Vibration und können Sie sich vorstellen, gerade die Holzschiffe waren dem nicht ausgesetzt. Insofern war es gut, dass man dann die Eisenschiffe erfunden hat. Dieses Schiff hat auch gleich das blaue Band für Deutschland geholt für die schnellste Überquerung des Nordatlantiks nach New York. Und wenn das volle Fahrt aufnahm, dieses Schiff, dann waren die Erschütterungen so heftig, dass der Cocktail geschüttelt wurde. Und so nannte man diese Maschine auch den Cocktail-Shaker. Ja, wir gehen ein kleines Stück weiter. Wir haben über die modernen Werften schon gesprochen. Die Konzepte und Konstruktion für Schiffe werden heute in Werften hergestellt, aber natürlich auch in Ingenieurbüros. Und damit hat man eigentlich die Grundlage, die theoretische Grundlage geschaffen. Aber wie verhält sich so ein Schiff in der Praxis? Und dafür gibt es Schiffbauversuchsanstalten. Eine der berühmtesten befindet sich hier in Hamburg, die HSVA, die Hamburger Schiffbauversuchsanstalt. Dort werden, wie wir es hier auf dem Bild sehr schön erkennen können, Modelle computergesteuert erstellt. Die Schiffbauversuchsanstalt hat eine große Halle. Dort befindet sich ein langes Becken, etwa 300 Meter lang. Sehen wir hier gerade. Und darüber befindet sich ein großer Kran und diese großen Modelle werden an diesen Kran dann dran gehängt. Und jetzt hat man die Möglichkeit, alles Mögliche zu ertesten. Die optimale Rumpfform, wie stark muss die Nase hier vorne sein, um eben halt eine Spritersparnis zu haben. Wie hoch ist die Tragfähigkeit so eines Schiffes? Welche Maschinenkraft brauche ich, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu haben? Und
welchem Grad ist es, dass das Schiff möglicherweise kentert. All diese Dinge kann man hier in diesem Testbecken dann, kann man sehr schön hier erkennen, den Kränkungsgrad kann man hier dann attesten. Und damit hat man nicht nur die Theorie für den Neubau erstellt, sondern auch schon mehr oder weniger die Praxis. Kommen wir nochmal zurück zur Dampfmaschine. Es waren die Engländer, die dann die Dampfmaschine auch in die Schiffe einbauten. Und es gab unterschiedliche Bauweisen, wie wir es hier sehen. Wir haben hier also eine Dampfmaschine um 1837, die stehend ist mit einem stehenden Zylinder. Bei diesem Modell kann man auch sehr schön die Kesselanlage sehen. Und hier haben wir jetzt einen liegenden Zylinder, der halb schräg ist. Man kann die Kurbelwelle sehen und das ganze, die ganze Kraft, die erzeugt wird, geht auf eine Welle, die wir hier sehen. Und dann haben wir hier die Seitenanlagen, eben halt die Schaufelräder, von denen ich schon gesprochen habe, die natürlich über einen ganz kleinen Wirkungsgrad nur verfügen. Später kam dann der klassische Antrieb, wie wir ihn auch heute eben halt noch kennen, hier mit einer Dampfmaschine, mit einem stehenden Zylinder, mit einer Welle, die hinten hin dann zu dem Propeller führte. Über 100 Jahre gab es die Dampfmaschine in unterschiedlichen Varianten. Wir haben hier kleine Beispiele gesehen, wir haben aber auch eben die beiden großen Anlagen gesehen von der Deutschland, von der Titanic. Und ja, es war so Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Dampfmaschine an ihr Limit kam. Und eine Übergangsphase waren dann die Dampfturbinen, wo man dann den erzeugten Dampf nicht in den Zylinder reinpresste, sondern über eine rotierende Kurbelwelle mit entsprechenden Schaufeln, die sich dann drehte. Parallel dazu fing man aber schon an, mit dem Dieselmotor zu experimentieren. Der Dieselmotor wesentlich effektiver als die Dampfmaschine, verbraucht wesentlich weniger Raum, läuft geräuschloser, man hat nicht diese starken Vibrationen und war wesentlich effektiver von etwa 50% gegenüber der Dampfmaschine. Wir sehen hier einen 8-Zylinder-Motor aus den 50er Jahren, wurde damals eingebaut bei einem Schiff der Oldenburg-Portugiesischen Dampfschiffsreederei. Ja, der Dieselantrieb hat sich durchgesetzt erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann natürlich günstige Schweröle zur Verfügung stand. Erst dann war er dann wirklich effizient und für die Reedereien kostengünstig zu betreiben. Aus dem U-Boots-Bereich und heute ganz aktuell ist der dieselelektrische Antrieb, den wir hier sehen. Aus dem U-Boots-Bereich ganz einfach, man hatte einen Dieselmotor, man hat Kraft produziert, hat den auf einen Generator gebracht und hat dann diese Kraft umgewandelt in Strom und dann in Batterien eben halt gespeichert, um dann unter Wasser entfernt von Luft batteriebetrieben dann einen Elektromotor zu betreiben. Und dieses Prinzip hat man in der heutigen Zeit übernommen, ist ganz aktuell aus umweltfreundlichen Gründen, weil solche Motoren laufen wesentlich umweltfreundlicher. Die Kraft, wie gesagt, wird auf Generatoren gebracht, die wir hier sehen. Hier sind die AEG-Motoren, die dann die Welle die dann den Strom erzeugen und dann über einen Elektromotor hier hinten die Welle letztendlich ansteuern. Der Vorteil ist eben halt, dass sie wesentlich umweltfreundlicher sind, vibrationsärmer, leiser. Das ist die Zukunft. Derzeit bei vielen Schiffen werden diese elektrischen Antriebe eingebaut. Ein Hightech-Produkt davon ist der sogenannte Gondelantrieb oder auch Pod-Antrieb, Propulsion Operated Drives. Das sind riesige Gondeln,
die im Heckbereich unter dem Schiff sich befinden, meistens zwei oder drei Gondelantriebe, die können schon die Ausmaße eines kleinen Einfamilienhauses haben. Da drin befinden sich dann diese großen Elektromotoren, die das Schiff, die den Propeller dann antreiben. Und diese Gondelantriebe lassen sich um 360 Grad drehen. Deshalb brauchen solche Schiffe auch keine Ruderanlagen. Man kann also quasi wie auf einem Teller das Schiff dirigieren. Und da sich der Motor außerhalb des Schiffes befindet, der Elektromotor, sind natürlich besonders geräuscharm und besonders vibrationsarm. Wird im Spezialschiffbau eingesetzt, beispielsweise Forschungsschiffe nutzen diesen Portantrieb, aber auch ganz hochwertige Kreuzfahrtschiffe benutzen das. Gekommen ist das Ganze eigentlich durch die Hafenstepper, den sogenannten Shuttle-Antrieb, den man dann eben halt ausgeweitet hat. Der Shuttle-Antrieb, Hafenstepper, die also sehr beweglich sein müssen, hatten erstmals diesen Antrieb, diesen Gondelantrieb. Ja, wie wird die Kraft nun umgesetzt, die produziert wird, damit ein Schiff auch fahren kann? Das wollen wir uns hier vorne anschauen. Wir hatten schon eben über die Schaufelräder gesprochen, die ja nur einen ganz kleinen Wirkungsgrad hatten, weil ja nur dieser kleine untere Teil, diese Schaufelrad ist in das Wasser reinraucht. Und wenn wir sie heute so als Museumsschiff haben, auf unseren Flüssen, auf der Lose, auf dem Rhein, der Schraubensee, aber auch auf dem Meer, das heißt, eigentlich sind die Schaufelräder war ständig in der Luft geblieben. Es war ein ganz langer Weg, bis man dann zu dem modernen Heckpropeller gekommen ist. Es war ein österreichischer Förster, 1827, Josef Ressel. Ein Förster, der sich aber gerne mit technischen Dingen auseinandersetzte und sein heimliches Faible war eigentlich Ingenieur gewesen. Und er hat die Ressel-Schraube erfunden. Er hat nämlich eine archimedische Schraube benutzt zum Antrieb von einem Schiff. Hat sie eingebaut bei der Civetta. Das war 1827, machte einige Versuche. Versuchte es auch bei dem Patentamt niederzubringen, aber die Versuche scheiterten und das Patent wurde abgewiesen und so zog er sich wieder in seine Wälder als Förster zurück. Nur 9 Jahre später war es Francis Smith, der diese Idee aufgriff und dann diese Ressel-Schraube verbesserte und sie in ein neues Schiff einbaute, in die Archimedes, und da gelang nun endlich die erste Fahrt. Und er hat dann eine Probefahrt gemacht, ein Wettrennen, und zwar mit dem schnellsten Dampfer der damaligen Zeit, der mit Schaufelrädern versehen war, und diese Ressel-Schraube hat das Rennen gewonnen. Ja, an diesem Zeitstrahl können Sie sehr schön dann erkennen, wie sich die Schiffsschraube im Laufe der Zeit weiter verändert hat. Wir sehen hier beispielsweise von der Warrior, das war ein englisches Kriegsschiff mit einer Eisenpanzerung. Dann sehen wir hier schon von einem Gasturbinenschiff eine Schraube. Hier die Liberty-Schiffe, von denen ich vorhin gesprochen habe, die erstmals im standardisierten Schiffbau vorkam, sehen wir hier. Und solche Schiffsschrauben finden wir heute im modernen Containerschiffbau. Und die größten Schrauben, die überhaupt gefertigt wurden, haben ein Gewicht von zwischen 100 und 130 Tonnen. Hier in Deutschland werden die hergestellt und werden sogar nach Korea ausgeliefert. Ja, zum Abschluss dieser kleinen Führung möchte ich noch ein kleines Highlight zeigen, ein wunderschönes Modell von einem mittelgroßen Dieselmotor, ein Common Rail Motor, ein 8-Zylinder Motor der Firma Wärtsilä, kann 62.000 PS leisten und wird auf mittelgroßen Containerschiffen eingebaut. Die Größenordnung lässt sich hier sehr schön nachvollziehen. Schauen Sie mal dieses kleine Männchen hier, was vor diesem Motor steht und über mehrere Etagen, also über 6 Etagen mindestens, geht dieser Motor. Wie gesagt, ein Motor für die mittelgroßen Schiffe. Die ganz großen Schiffe vor einigen Jahren haben wesentlich größere Motoren gebaut. Der größte Motor, der mir bekannt war, hatte eine Leistung so um die 115.000 PS.
Mittlerweile hat ja ein Umdenken stattgefunden bei den Riedern. Man ist nicht immer auf höhere Geschwindigkeiten gekommen, sondern hat errechnet, dass wenn man niedriger Geschwindigkeiten fährt und dafür lieber ein weiteres Schiff einsetzt, um die gleiche Kapazität an Containern abzufahren, dass das dann wesentlich effektiver ist. Das heißt, diese ganz großen Motoren kommen heute gar nicht mehr zum Einbau. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen unserer kleinen Führung durch das Deck 3 unseres Maritimen Museums. Ich hoffe, Sie haben so einen ganz kleinen Einblick bekommen von dem, was wir hier ausgestellt haben, dass es für Sie interessant war, dass Sie möglichst auch neue Dinge erfahren haben. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.